Mehr als 25 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Und wir fangen an mit der Situation bei Avdivka, bzw. westlich von Avdivka. Dort versucht die russische Armee mit einem unfassbaren Aufwand an Männern und an Panzern weiter vorzurücken. Aber und das ist ihr großes Problem: Sie verliert einen Großteil dieser Männer und Panzer. Und wie sie das tut und warum sie das tut, das wollen wir uns in einem sehr beispielhaften Video jetzt einmal ansehen. Wir schauen uns ein Video an aus dem kleinen Ort Berduschi und der Berduschi. Wir sehen es hier völlig zerstört, dass man also die Häuser von Baduschi und wir sind jetzt hier mittlerweile im Zentrum des Ortes. Das heißt, diese Straße, die wir hier sehen, die ja schwer zu erkennen, die Straßen, das war mal die zentrale Kreuzung im Ort. Und was wir hier sehen auf der rechten Seite ist ein äh, BMP-1-Schützenpanzer der russischen Armee, der sich dieser ukrainischen Position hier nähert. Und wir sehen jetzt, was passiert, nämlich die Ukrainer, wie so oft, ähm, werden eine einzelne FPV-Drohne nutzen, eine Kamikaze-Drohne, um eben einmal dieses Fahrzeug hier anzugreifen und wir sehen jetzt von oben, vielleicht hat man es auch erkannt, hier also dieser weiße Punkt, der sich hier nähert, das ist die Kamikaze-Drohne der Ukrainer, die sich diesem vollbesetzten BMP-1 jetzt nähert. Wir haben eine erste Explosion, was aber an sich erstmal kein großes Problem ist, denn diese Explosion hat wahrscheinlich noch nicht einmal zu Toten geführt, sondern hat eben dafür gesorgt, dass dieses Fahrzeug jetzt stehen bleibt und dass dieses Fahrzeug eben ja jetzt äh, ja, zum Stillstand kommt und dann eben sozusagen der Kampf weitergeht, also dieser... Diese taktische Einheit hier eben in eine nächste ähm, Situation gerät. Aber diese Situation meistert sie so unglaublich schlecht, und das ist nicht ihre Schuld, sondern die Schuld der russischen Armee, die eben genau darauf setzt, dass das passiert, dass es hier zu einem maximalen Verlust kommt. Wir sehen hier, das werden wir uns gleich nochmal in anderen Videos ansehen, diesen ähm diesen Käfig, der darüber gebaut ist, das heißt, es ist schon ein Drohenschutz, der hier aufgebaut wurde, der den Soldaten suggerieren soll. Ihr seid da sicher, da ist es gar kein Problem. Von oben wird nichts kommen, aber wir haben es eben gesehen, dass es eben doch kleine Löcher gibt an der Seite, wo das eben durchkam. Und jetzt müssen wir das Ganze pixeln, denn äh, was jetzt gleich passiert, ist, dass dieses ähm, äh, BMP1-Schützenpanzer im Uralter anhält und wir sehen, dass alle zwölf Soldaten jetzt erstmal versuchen, runterzugehen. Einige sind bereits verwundet, aber. Ähm, die anderen gehen jetzt eben runter und würden jetzt eben eigentlich anfangen, in irgendeiner Art von Position zu kämpfen. Und wurden eben, die wollten ja genau dorthin äh, versuchen, eben hier diesen Ort einzunehmen. Das Problem ist nur, dass es ganz verschiedene Gründe gibt, warum es jetzt hier absolut tödlich wird für alle be beteiligten Soldaten. Erstens ähm, scheinen sie nicht die Ausbildung zu haben und nicht zu wissen, was man jetzt genau machen soll, sondern sie bleiben einfach in der Nähe dieses Schützenpanzers, versuchen sich hier in Sicherheit zu bringen, versuchen sich hier zu verstecken und warten auf. Unklar, denn es gibt keine Verstärkung. Die Russen haben nur diesen einen Schützenpanzer geschickt mit zwölf, ähm, mit zwölf Soldaten darauf. Es gibt auch keine Möglichkeit zur Evakuierung. Es gibt keinen keine, kein Plan B, keine Möglichkeit, hier irgendwie zu sagen, jetzt passiert etwas anderes, als was wir geplant haben. Und, und das können wir uns jetzt noch einmal kurz ansehen, was wir eben sehen, ist, dass dieser Schützenpanzer und der ganze, der ganze Tross von Soldaten jetzt eben unter Feuer der Ukraine gerät. Und das können wir ganz kurz vielleicht sehen hier oben. Wir müssen das natürlich pixeln. Wir sehen vielleicht immer mal wieder diese kleinen Einschlaglöcher hier. Das heißt die Ukrainer benutzen jetzt schwere Maschinengewehre. Jetzt sieht man es immer wieder diese kleinen Löcher hier, diese kleinen Staubaufwirbelung schwere Maschinengewehre um dieses hier liegengebliebene, Russische Panzerfahrzeug eben anzugreifen. Und äh, jetzt sehen wir das Ganze von weiter weg. Äh, also nochmal ganz klar zu erkennen. Hier also der BMP-1, außenrum die völlig zerstörte Stadt, beziehungsweise das kleine Dorf äh, Berduschi. Und es gibt keine Verstärkung, sondern die Russen, die russische Generalität, die Offiziere haben einfach damit gerechnet, entweder ihr schafft das, entweder ihr kommt irgendwo hin und schafft es, irgendeine Stellung einzunehmen oder euch in irgendein Haus zu verstecken, oder ihr sterbt halt alle. Und in diesem Fall ist es so, mal wieder dass eben der Schützenpanzer verloren geht äh, und dass eben auch alle zwölf Soldaten verloren gehen. Und äh, dass das kein Unfall ist, sondern dass es Teil des Plans ist, sieht man jetzt hier ganz gut. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, hier hinten sehen wir es der Pove. Wir schauen uns gleich auf der anderen Karte an. Und hier sehen wir Berduschi. Das ist also hier äh, die Straßen von Berduschi. Und diese beiden Orte haben die Russen eben mit genau dieser Strategie erobert. Das haben, wir haben also gerade gesehen, hier unten rechts liegt der Schützenpanzer jetzt kaputt, äh, sterben alle russischen Soldaten. Aber es ist eben genau die Strategie Russlands. Da ist der Schützenpanzer, wir müssen das wieder pixeln, denn jetzt beweisen die Ukrainer mit den Aufnahmen, dass tatsächlich kein einziger Soldat das überlebt hat, sondern eben alle gestorben sind. Aber indem eben die russische Armee immer mehr davon reinpumpt, also immer wieder diese, ja, wie die Ukrainer es nennen, Fleischangriffe eben fährt und sagt: Wir opfern unsere Soldaten, wir opfern unsere Schützenpanzer, indem sie das immer weiter tut. Schafft sie es eben langsam weiter vorzurücken? Und einige sagen, sie hat die Kapazitäten, das noch ewig weiterzumachen, bis sie den ganzen Donbass erobert hat oder eben ähm, die, ja, die sämtliche ukrainische Verteidigungslinien durchbricht. Andere sagen aber auch, diese Strategie kann auf Dauer nicht gut gehen denn wir sehen immer mehr dass eben so viele russen sterben es sind ungefähr 100 200 russen am tag und so viele schützenpanzer verloren gehen und panzer alleine im letzten monat im, äh, im märz waren es 86 panzer und 260 schützenpanzer die russland verloren hat dass man einfach sagt irgendwann es gibt halt keine mehr wir werden sehen, äh, wie realistisch diese beiden Szenarien sind. Wir schauen uns das nochmal auf der Karte an, um eben zu verstehen, wo wir hier sind. Was wir eben gesehen haben, waren Aufnahmen aus Berduschi, wo man auch das ist der Pove, die beiden Orte, hatte ich eingekreist gesehen hatte. Und wir haben gesehen, dass eben die Russen immer weiter nach vorne drehen. Diese Karte hier ist noch ein bisschen optimistisch für die Ukrainer. Äh, wahrscheinlich sind diese Gebiete, die ich jetzt einfach mal hier übermale, auch schon unter russischer Kontrolle. Wir sehen aber eben auch, dass auf Semenivka hier der russische Angriff weitergeht. Und wir sehen, dass die Russen sich westlich... Von äh, Tonenke in Richtung Umanske bewegen. Und das große Problem für die Ukrainer ist, sollten sie diese Linie eben tatsächlich durchbrechen, dann gibt es erstmal keine weitere. Dann haben wir weitere, äh, ihr sehen das hier unten, äh, vielleicht weitere. Ja, ungefähr vier, fünf Kilometer eben bis zum nächsten Dorf, was dann erst hier wäre. Und das wäre dann erst die nächste ukrainische Verteidigungslinie. Wahrscheinlich sind sogar sieben Kilometer. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Ukrainer, die zwar sehr effektiv verteidigen, die einen Großteil der russischen angreifenden Soldaten töten, aber die eben trotzdem dabei weiter zurückfallen ähm, und. Genau, und äh, immer mehr an eigenem Territorium verlieren. Wir hatten eben schon angesprochen, die mögliche Knappheit an Fahrzeugen. Und diese mögliche Knappheit zeigt sich auch in anderen Videos aus der Region. Wir wollen uns das jetzt einmal ansehen. Was wir hier sehen, ist ein russischer Panzer bei Terni. Das liegt ein bisschen weiter nördlich. Man erkennt ihn. Und man sieht aber hier schon, dass hier, ja, sich mindestens drei Soldaten dran festklammern auf dieser Seite des Panzers, die also da dran stehen. Ähm, der Panzer wird also zum Transport benutzt. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, dass Tanz, äh, Panzer zum Transport benutzt werden in, in Russland. Äh, Im Westen ist sowas fast unvorstellbar. Leopard 2 wurde wahrscheinlich ganz selten bloß mit, äh, mit aufgesessener Infanterie äh, sich bewegen. Aber in Russland ist das normal. Aber was wir jetzt gleich sehen nach einem weiteren äh, Treffer einer Kamikaze-Drohne ist, wie viele Soldaten dieser Panzer transportiert. Man sieht ja erstmal mal drei oder vier. Es ist keine Kamikaze-Drohne, sondern eine Mine. Ähm, man sieht aber jetzt, wie die Soldaten dort absteigen und wie sie versuchen, eben zurückzurennen. Und jetzt können wir uns das mal ansehen und es sind unvorstellbare Zahlen. Ähm, wir können mal. Und das Ansehen, hier geht es also los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und wir sehen gleich, es sind insgesamt 24 Soldaten, die in und um diesen Panzer irgendwie sich vorwärts bewegen mussten, um eben, ähm, ja, um eben in Richtung Front zu kommen, um sich weiter da zu bewegen. Was wir, gut, müssen wir müssen mal kurz laufen lassen. Was wir zuerst sehen, sind nämlich nur die Aufgesessenen, also die, die sich oben am Panzer festgehalten haben. Aber irgendwie ist überhaupt nicht klar, wie haben die Russen es auch geschafft, weitere 10 Soldaten in diesen Panzer hineinzukriegen. Und das ist schon äh, einzigartig und das spricht eben dafür, dass die Russen nicht mehr so viele Transportmöglichkeiten haben, wie man es vielleicht denkt. So. Jetzt machen wir das mal ordentlich. Also wie gesagt, hier die erste Gruppe von russischen Soldaten, die sich hier äh, verabschiedet und eben zurückrennt zur eigenen Position. Und jetzt gleich sehen wir die zweite Gruppe von russischen Soldaten, die ebenfalls aus diesem Panzer herauskommt. Da sehen wir sie. Das ist diese Gruppe hier. Und auch das sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter Soldaten, die eben sich dort bewegen. Das heißt, ein einziger Panzer der russischen Armee muss jetzt für einen Angriff 24 Soldaten tragen. Ähm, Riesiges Glück für diese Soldaten hier. Ähm, offenbar ist die Munition nicht explodiert und es gab keine katastrophale Explosion, beispielsweise des Tankes dieses Panzers, sonst wären hier nämlich alle 24 gestorben, sondern die Mine hat offenbar bloß eine der Ketten äh, zerstört und der Panzer wurde in den gelegt. Aber das Ganze, wie ich finde, einzigartige Aufnahmen, die einmal mehr zeigen, wie. Äh, wie ja, desolat der Zustand der russischen Armee ist, eben teilweise. Ganz klar, woanders haben man sehr große äh, Vorteile der Russen, wenn es um die Luftwaffe geht, beispielsweise, das schauen wir uns aber auch gleich an, oder wenn es um Fernwaffen geht, um Raketen, um Marschflugkörper, da sind die Russen sehr modern aufgestellt. Aber wenn es um ihre Bodenstreitkräfte geht, dann sehen wir hier, dass sie offenbar ein riesiges, äh, ja, ein Verlust, äh, einen, einen, einen riesigen Verlust haben, was eben gepanzerte Fahrzeuge angeht. Und das hat sich eben mittlerweile auf chinesische kleine Buggys vom Typ Desert Cross, wir erinnern uns, äh, berufen. Da hat man 2100 bestellt, von dem wahrscheinlich schon die Hälfte zerstört wurde. Und eben, dass ähm, ja, Hauptkampfpanzer hier als Busse benutzt werden, um eben sich an der Front zu bewegen. Nicht nur Kampfpanzer werden genutzt, sondern natürlich auch MTLB. Das sind andere gepanzerte Fahrzeuge und wir sehen an diesem Fahrzeug einmal mehr, wie die Russen versuchen eben Innovation vorzutäuschen und wie sie auch Sicherheit versuchen vorzutäuschen. Wir sehen hier diesen riesigen Käfig, der hier aufgebaut wurde und der ist tatsächlich eine ja, oberflächlich betrachtet eine Ingenieursmeisterleistung, denn der geht wirklich von ganz vorne bis ganz hinten über diesen, äh, dieses Panzerfahrzeug Fahrzeug hinweg. Wir sehen es hier also auch hinten nochmal. Äh, hier hatten wir das Vordere, hier, hier geht es runter. Das sieht also fast aus wie eine Karosserie eines Autos, was darüber gebaut wurde, um eben den Soldaten dort zu suggerieren, ihr seid sicher. Wir haben euch von vorne bis hinten überall abgesichert. Allerdings ist das Ganze eben eine scheinbare Sicherheit. Nur wir sehen nämlich jetzt gleich, wie die Ukrainer, nachdem sie das Fahrzeug erblickt haben, eben mit einer Drohne darauf zufliegen und selbstverständlich den Schwachpunkt, nämlich selbstverständlich eine ähm, ja, weniger stark gepanzerte Fläche finden, um eben, eben anzugreifen. Und jetzt sehen wir es mal hier also nochmal diese riesige die wir gerade eben darüber gesehen haben, aber eben an der Seite völlig ungepanzert, beziehungsweise nur den, den Standard, die Standardpanzerung. Und insofern ist es dann für die Kamikaze-Drohne überhaupt kein Problem, auch diesen. Dieses gepanzerte Fahrzeug hier zum Stillstand zu bringen, die Soldaten dazu zu zwingen, auszusteigen oder abzusetzen und dann dementsprechend, das sehen wir jetzt nicht im Detail, danach Jagd auf die Soldaten zu machen, auch mit Artillerie und Mörsern, die jetzt hier sogar eingesetzt werden. Das heißt, diese Drohnenschutze, und das gilt für beide Armeen, haben bislang tatsächlich nicht viel geholfen. Das hat vielleicht mal geholfen, aber alles in allem sehen wir doch, dass die ähm, dass die, beiden, dass die beiden Armeen so in der Lage sind, mit ihren Drohnen so gezielt zu fliegen und zu schießen und anzugreifen, dass eben kaum eine Panzerung dem gewachsen ist. Insofern hier ein weiteres riesiges Problem für die Russen, die jetzt hier nacheinander natürlich einmal neu, erneut ihre, was sind das, ungefähr sechs oder sieben Soldaten verlieren, die dort aufgesessen waren. Und jetzt sehen wir nochmal, wie dieses MTLB, was eben angeblich so sicher war, eben jetzt auch verbrannt wird und wir sehen auch noch mal, wie viele Drohnen eingesetzt werden. Also da also noch mal der Käfig hier, das Feuer und hier sehen wir eine weitere Drohne. Man erkennt sie, die also fliegt. Das heißt, die Drohne filmt noch eine weitere Drohne, die auch mit Sprengstoff beladen ist. Äh, die wird aber gar nicht mehr gebraucht, weil hier schon ein katastrophaler Schaden und eine ja zumindest eine Immobilisierung wahrscheinlich noch wesentlich mehr dieses Fahrzeug erreicht wurde. Ähm, wir wollen uns äh, weitere Aufnahmen ansehen und zwar äh, einmal aus der Region Kharkiv. Dort sind es die Russen, die es eben schaffen, mit ihrer Drohnaufklärung, aber eben auch mit, mit gerichteten Raketen, also mit gelenkten Raketen, in dem Fall wahrscheinlich eine Tornado S, den Ukrainern schwere Schäden zuzufügen. Und wenn wir eben die Russen kritisiert haben für, ja, für ihre so ein bisschen Naivität, wie man sich dann einfach so unter freiem Himmel so bewegen kann und hoffen kann, dass nichts passiert, dann müssen wir jetzt hier leider sagen, dass auch die Ukrainer manchmal... Ähm, ähm, Aktionen vornehmen, die nicht so ganz nachvollziehbar sind. In dem Fall befinden wir uns nördlich von Kharkiv-Stadt, etwa 27 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und wir sehen hier, äh, jetzt gleich nochmal besser zu sehen, zwei. Ähm, Zwei äh, Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee. Beziehungsweise nicht ganz klar, ob es zwei sind oder ob es einer sind, ist, der gerade beladen wird. Wir sehen hier ein Fahrzeug und wir sehen hier ein zweites Fahrzeug. Und das ist wohl ein, äh, zumindest einer davon, ein Bruveri 220mm Mehrfachraketenwerfer. Das zweite Fahrzeug ist entweder ein zweiter davon oder ein Ladefahrzeug, was an diesem Ort jetzt vielleicht mit der Beladung neuer Raketen beginnen wollte. Auf jeden Fall das Ganze unter freiem Himmel, das Ganze nur 27 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und das Ganze unter dem wachsamen Auge russischer Überwachungsdrohnen, die es dank einer Wirklich Minimierung, einer Dezimierung und Minimierung der ukrainischen Luftabwehr und das äh, gibt auch Präsident Zelensky immer wieder zu geschafft haben hier relativ frei zu operieren über der Ukraine. Das heißt, wir schauen uns das Ganze mal an. Die Russen beobachten das also. Wir sehen, wie dort Soldaten ja abgesetzt, abgesessen sind, wie sie dort stehen. Wir sehen jetzt hier noch mal, ich glaube, man erkennt es hier noch mal die beiden Fahrzeuge, die sich hier relativ nah sind. Das heißt, es könnte sein, dass es eine Beladung ist, ist aber nicht ganz klar. Es könnten auch zwei Zwei eigene Mehrfachraketenwaffe gewesen sein. Und hier sehen wir beispielsweise Hochhäuser. Das heißt, wir haben ja auch zivile Gegenden ganz in der Nähe, allerdings nicht direkt dort, sondern die ähm, stehen einige hundert Meter entfernt oder ungefähr hundert Meter entfernt. Jetzt sehen wir leider das, was dann passiert, nämlich dass eine äh, zielgerichtete russische Rakete wahrscheinlich aus Russland abgefeuert. Einige sagen Tornado S, andere sagen äh, Iskandar sogar. Wahrscheinlich, dass er ein Tornado S hier einschlägt. Wir sehen diese massive Explosion. Wir sehen also dieses massive Feuer. Das heißt, höchstwahrscheinlich wurde hier ukrainische Munition getroffen, die jetzt in diesem Gebiet eben ähm, einfach äh, ja, explodiert. Wir sehen auch möglicherweise Sekundärexplosionen. Es ist immer nicht ganz klar, wie da geschnitten wird, ob die Russen das nur noch mal betonen wollen. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass hier ein massiver Schaden stattgefunden hat. Und mittlerweile sind die Namen von mindestens sechs ukrainischen Soldaten bekannt, die bei, diesen, ähm, ja, bei dieser Aktion gestorben sind. Hier ein weiteres ähm, Video aus Kharkiv. Auch hier sehen wir in dem Fall ein mobiles Radarsystem der Ukraine vom Typ P18. Und auch hier sehen wir, dass dieses Radarsystem offenbar nicht in der Lage ist, sowohl ähm, die Überwachungsdrohne, die es eben filmt, zu äh, ja, detektieren und dementsprechend dann auch vielleicht äh, mit, mit Hilfe anderer Waffensysteme abzuschießen, sondern auch die Lancet-Drohne, die sich jetzt darauf zubewegt, kann hier nicht gestoppt werden. Hier sehen wir den Anflug der Lancet, die dann wiederum explodiert und in dieses äh, System hineinfliegt. Wir sehen Feuer, was ausbricht, und das Ganze schwächt zunehmend natürlich den, äh, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, die in der Region Kharkiv, man muss es leider sagen, eben den russischen Luftangriffen, den russischen Raketenangriffen und auch der kompletten Drohnenüberwachung relativ schutzlos ausgeliefert ist. Wir sehen also hier, wie gesagt, Propagandaaufnahmen der russischen Armee und wir sehen eben wirklich die schweren Schäden, die angerichtet werden. Als letztes wollen wir uns das Ganze nochmal ansehen ähm, in der Region ähm, ähm, Donetsk. Und auch hier ist es äh, ein ukrainisches Logistiklager. Wir sehen das hier also versteckt in diesem äh, Gebäude entlang einer Bahnlinie. Und hier fährt gerade ein Fahrzeug rein, Militärfahrzeug rein. Auch hier steht ein relativ äh, moderner... Ähm, LKW, der nicht so aussieht, als stände er da schon lange, sondern wahrscheinlich wird hier Munition oder ähnliches gelagert. Ähm, das ganze Udaczne ist 10 Kilometer westlich von Prokrovsk und damit etwa 50 Kilometer von der Front entfernt und trotzdem 50 Kilometer von der Front entfernt können die Russen hier, ja, man muss leider sagen, 1A-Farbbildaufnahmen, wahrscheinlich auch Live-Aufnahmen mit Drohnen produzieren, um eben dann der eigenen Armee mitzuteilen, wo die Ukrainer sich ganz genau bewegen, wo ihre Soldaten sich in Häuser rein bewegen und so weiter. Was wir dann wieder sehen, ist natürlich dann der Angriff. Äh, jetzt sehen wir ihn hier. Der Angriff auf dieses Gebäude, was wir gerade eben gesehen haben, entlang der Bahnlinie, äh, der dann eben wiederum wahrscheinlich mit einem Tornado S-System passiert, der eigentlich ein Mehrfachraketenwerfer, aber die Russen setzen die modernsten Raketen davon einzeln ein, weil sie eben gelenkt sind und weil sie sehr schnell und sehr präzise gefeuert werden können. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz auf der Karte an, um zu verstehen, auch, wie kritisch die Situation ist. Denn wir sind hier nicht in der Nähe der Front, sondern wir sind hier. Uh, wie gesagt, in uh, Udatschne. Und Udatschne liegt etwa hier. Das heißt, ganz kurz vor der Grenze zum Oblast Dnipro. Uh, der hier, man sieht es hoffentlich, diese helle Linie, das ist der Oblast Dnipro. Das heißt, wir sind etwa 50, manche sagen sogar 60 Kilometer von dem russischen System entfernt, was aber blöderweise eine Reichweite von 125 Kilometer hat. Allerdings hilft die Reichweite natürlich nichts, wenn man keine Ziele hat. Die Russen. Können aber mittlerweile ukrainische Ziele eben auch 50, 60 Kilometer hinter der Front ganz klar ausspionieren, können sehen, wann es sich lohnt und können dann ihre modernen Raketen auf sie schießen. Jetzt haben wir sehr die, äh, die Ukrainer ähm, ja nicht kritisiert, aber doch mal beobachtet, wie sie sich teilweise sieht es doch ein bisschen aus, unbedarf, vielleicht gibt es aber auch keine Alternative dazu, unbedarf bewegen, äh, weit im eigenen Land und äh, eben. Ja, wir wissen es nicht. Vielleicht müssen sie auch davon ausgehen, dass sie die ganze Zeit angegriffen werden, aber sie haben einfach keine Alternative. Auf jeden Fall bewegen sie sich dort unter freiem Himmel und werden eben überwacht von den Russen. Jetzt wollen wir uns aber ansehen, was, dass das Ganze auch andersrum passiert. Und auch das lässt einen extrem verwundern. Äh, denn wir sehen äh, Bilder aus äh, Veliky Kopani. Und Veliki Kopani ähm, ist äh, eine Kleinstadt in der Region Cherson im Süden der Ukraine. Und hier sind es die Russen, die man wundert sich tatsächlich, an äh, einer zivilen Tankstelle einfach mal tanken wollen und einfach sich äh, ja, hinbegeben und offenbar nicht damit rechnen, dass die Ukrainer natürlich das Ganze überwachen und dass die Ukrainer natürlich mit dem Heimars M142-System auch Waffen haben, um eben 80 Kilometer hinter der Front eben auch präzise zuzuschlagen. Was wir hier sehen, ist ein Tigre-Fahrzeug der russischen Armee mit so einem Z hier drauf. Und was wir hier sehen, ist ein Ural-Lkw und ein kamas lkw Wahrscheinlich, weil sie eben so in so einer Formation fahren, ist es nicht nur ein Transport-Lkw, sondern wahrscheinlich ein elektronisches Kriegsführungssystem, ähm, was einfach mal hier bei, was ist das, äh, Ukrainafter, also bei einer noch nicht mal unbenannten Tankstelle, die der Ukraine gestohlen wurde zusammen mit der gesamten Region Kherson, hier einfach auftankt. Das Ganze, wie gesagt, schon ein seltsames, ja, ein seltsames, ähm, seltsame Konstellation, weil wir uns eben im Krieg befinden und man denkt das hier gar nicht. Die sehen so aus, als würden sie einfach so den Nachmittag genießen, gehen halt tanken und gucken mal, was passiert. Ähm, allerdings die Ukrainer sehen das Ganze, beobachten das und wir sehen jetzt gleich, wie ein Heimasschlag äh, schlag hier. Gleich geordert wird. Und wir sehen jetzt hier, das wurde dann nochmal drauf geblendet, dass hier wahrscheinlich ein dritter LKW zu diesen beiden, die gerade tanken und diesem äh, Tigre-Fahrzeug hier gerade eingefahren ist, um eben auch nochmal zu tanken. Wie gesagt, die Ukrainer sehen das, die sagen ihrer Armee Bescheid und wir sehen jetzt hier nochmal, auch noch mal aus dieser Perspektive, wie also hier der Tigre steht, wie die beiden anderen nicht zu so erkennen sind, aber der dritte, der gerade rangefahren ist, hier noch steht. Und jetzt passiert, was passieren muss, nämlich wir haben einen präzisen HIMARS-Angriff auf diese Tankstelle. Und die Russen sind dann dementsprechend hier in einer ganz schlechten Situation. Wir sehen danach auch das Feuer natürlich, was ausbricht. Immerhin wurde hier eine Tankstelle getroffen. Aber die Russen müssen natürlich davon ausgehen, eigentlich, oder müssten davon ausgehen, die tun es aber offenbar nicht, dass sie hier natürlich ein Ziel sind der ukrainischen Armee. Jetzt haben wir das gesehen, und wir können uns das Ganze noch mal ganz kurz auf der Karte ansehen, um zu verstehen, wo wir hier denn sind. Äh, nämlich äh, Veliki Kupani liegt äh, ganz genau hier unter Radensk. Und wenn wir uns das mal ansehen hier, das sind tatsächlich nur ungefähr 20 bis 25 Kilometer von der Front entfernt. Und das ist natürlich überhaupt gar kein Problem für ein Heimassystem der ukrainischen Armee. Insofern lässt das auch verwundern dieses russische Verhalten? Äh, entweder man hat das eben nicht erkannt oder man ist mittlerweile wie auch die Ukrainer vorhin so ja so abgestumpft von den gegnerischen Angriffen, die eben tatsächlich an jedem Ort stattfinden können, dass man es einfach riskiert und einfach sagt, äh, wird schon nichts passiert und wenn doch was passiert, dann äh, erwischt es uns eben und dann ist es dann eben vorbei mit dieser militärischen Einheit. In diesem Fall war es großes Glück für die Ukrainer, dass sie erstens ähm, eben die ja die Naivität oder zumindest die Bedachtlosigkeit der russischen Armee hier ausnutzen konnte. Und zweitens natürlich großes Glück, dass man innerhalb weniger Minuten, so ein Betankvorgang, wie lange dauert der? 10, 20 Minuten, dass man es geschafft hat, eben ein Heimassystem auch in Stellung zu bringen, die Rakete mit den richtigen Koordinaten zu schießen und dementsprechend dieses äh, große System elektronischer Kriegsführung und die Begleitfahrzeuge relativ rasch zu vernichten.